Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Ausgabe von Alien Isolation. Hallo Olli. Hallo Michi. Wir dachten natürlich, wir wären schon am Ende des Levels, sind wir gar nicht. Denn wir sind jetzt erstmal wieder hier. Das kennen wir auch schon. Da ist ein Speicherterminal. Ich weiß gar nicht. Nee, das ist gar nicht. Ach doch, da. Entschuldige bitte. Ja, stimmt. Ich weiß doch wohl, wie ein Speicherterminal aussieht. Wenn du was weißt, dann wie die Speicherterminals aussehen. Sonst kenne ich kaum was, aber das kenne ich so. Dann sind wir nämlich schon mal diese Typen, müssen wir nicht mehr machen, da diese fünf waren es, glaube ich. So, was muss ich jetzt machen? Kann mir mal jemand mein Objective sagen? Nee, ich drücke immer die falschen Tasten heute. Begeben Sie sich zum Marshall-Büro. Ja, kann mir mal eine... Achso, das können wir auf der Karte auch sehen. Ja. Ne? Nö. Doch, oder? Ja, so nee. Wo, da oh, hinten. Oh. Ah, alles klar. Dann brauchen wir ein Karten-Update. Da haben wir uns auch lange nicht mehr drum gekümmert. Manchmal gibt es ja hier so leuchtende Bildschirme. Ja, oder du musst den Weg von selber irgendwie entdecken. Engineering Decks... Die sind ja auch alle deaktiv. Ja, ich könnte auch mal selber was tun, meinst du? Ja. Ach Mann, die Tür ist, da geht gar nichts. Da hinten ist noch was, ist ein bisschen ver... Die ist auch deaktiv, die Türen. Ah, super. Ein bisschen, war das früher bei Doom nicht? Also wo geht's hier in Engineering Decks, ne? Ja, das ist aber falsch, ne? Marshall Büro heißt da nicht. Ich werde jetzt sicherlich vom Alien zerlegt, aber jetzt ist es mir noch egal, weil ich gerade gesaved habe. Was steht denn da? Lawrence Syntex Spire. Ach, guck mal, da können wir Treppe raufgehen. Bringt das in die richtige Treppen, Richtung? Doch. Wohin führt diese Treppe? Sie führt nach oben. Ja, das ist aber die richtige Richtung. Falls Sie etwas an unserem Transitdienst zu bemängeln haben, füllen Sie bitte eines der zur Verfügung stehenden. Ripley, wir sind im Marshall-Büro. Gehen Sie einfach oben auf der Treppe rechts. Es ist nicht zu verfehlen. Kein Empfangskomitee? Kommen Sie einfach hoch. Wait. Rechts. Treppe rechts. Die andere rechte Richtung. Okay. Ja, ist doch gar nichts. Treppe hoch und rechts. Ja, es gibt ja zwei Treppen immer. Ist ein bisschen komisch konstruiert. Da, wo Keep out. Gott, oh Gott, oh Gott. Da, Treppe rechts. Ich geh jetzt mal weiter. Mach mal die Map an. Du bist ja verrückte Idee. Ja, das sieht aber Colonial Marshals. Das sieht ja eigentlich ganz gut aus. Fuck the Marshals steht da. Ich hab's nur wiedergegeben. Ich würde niemals in einem Spiel Fuck sagen. So, zack. Was willst du nie sagen? Sag ich nicht. Mit so billigen Tricks. Ja, okay, fuck. Wie war nochmal die Pin an deinem Koffer? 1, 2, 3, 4, 5. Wirklich? Seine verdammten Pläne haben uns bisher nicht besonders geholfen. So. Da sind wir. Ich glaube, das sind meine Leute, oder? Du marschierst doch mal so mutig rein. Okay, ja. Das sind aber meine Leute, oder? Ja, sonst hätten sie wahrscheinlich schon was gemacht. Ich habe keinen Schimmer. Aber ist oder sie sind blind. Oder sie sind... Nee, das sind den Typ habe ich schon mal gesehen. Ja, das, ich glaube, das ist ja der Marshall. Du musst anschnacken. Ich habe den Plan, begeben sich zum Marshall. Ich bin noch nicht im Marshall-Büro. Das ist natürlich ein bisschen das albern. Das Wartezimmer zum Marshall-Büro. Ja, cool, dann gehen wir mal hier durch. Ja. Das sieht jetzt... Das ist der Marshall auf jeden Fall. Okay, der erzählt was. Okay. Sie haben den Transit in Gang gebracht. Schätze, wir sind quitt. Wo steckt Ricardo? Bereitet unsere nächsten Schritte vor. Sollen wir mal eben den Raum Hören durchsuchen? Sie, ich bin beschäftigt. Marlow sitzt hinter Gittern. Der Abschaum, der mit ihrem Flugschreiber rumgelaufen ist. Da. Wo ist Marlows Schiff? Die Anisidora? Die hat er in Parkbahn um den Gasriesen gebracht. Der Scheißgar will uns nicht die Betriebscodes geben, um sie per Autopilot hierher zu bringen. Vielleicht können Sie mehr aus diesen Idioten rauskriegen. Sprechen Sie mit ihnen. Okay, wir kriegen ein neues Ziel wahrscheinlich. Wir sollen mit irgendeinem Idioten sprechen. Ich save mal. Sprechen Sie mit Marlow, steht hier. We do, but we're first Speicher. Genau. Wenn ich was liebe, sind es Schränke und Speicherterminals. Also jetzt hat uns der Schrank einmal eben in der letzten Folge ja was gebracht, ne? Oder? Mhm. So, okay, wir sollen mit Marlow sprechen. Ich kenne nur ein Lied von Heinz-Rudolf Kunze. Marlow, ich flehe Sie an, Marlow, finden Sie Mabel. Das kenne ich gar nicht. Nee, das möchte ich jetzt auch nicht vorsingen. Weil dann kriegen wir wieder Ärger mit der GEMA. Vor allem wieder, weil wir so oft Ärger mit der GEMA kriegen. Ich singe nicht. Das ist einfach auch aus menschlichen Gründen. Einfach, ich möchte euch das nicht zumuten. Müsst ihr die GEMA das nicht auch als Singen erkennen eigentlich? Weil wenn die sagen, es war kein Singen, dann hast du auch keine Urheberrechte verletzt, oder? Ja, ich habe doch keine Ahnung. Die sollen mich doch mal... Das war kein Singen, Herr Reimann. Das war also, alles andere. Ja, ich gucke nochmal auf die Karte. Ach, natürlich, kaum, siehst du. Auf der Karte ist ja, gehe ich aber in die falsche Richtung. Sprechen ja. Sie mit Marlow. Dann gehe ich ja gerade wieder in die falsche Richtung. Das ist, ne, das ist an diesen Spielen so schwierig. Aber war das nicht eben Marlow? Ne, das war der Marshall. Achso, Marshall. Marlow. Dann ist der da hinten irgendwo. Ja, aber das ist am Ende des Gangs. Ja, auf der anderen Seite. Vielleicht muss ich noch irgendwas machen.
Da um die Ecke habe ich nicht. Da sitzt er. Ja, ach. Ach, kaum guckt man mal richtig hin, so mit Marlo sprechen. Gegensprechen. Achso, dachte. Marlo? Wer nee. Fragt? Ich bin Ripley. Die Firma hat mich geschickt. Schon für den Flugschreiber hier? Ihr seid ganz schön eifrig, das kann ich nicht abstreiten. Ich bin aus privaten Gründen hier. Meine Mutter war auf der Nostromo, als sie vor 15 Jahren verschwand. Tatsächlich? Verdammt. Also. Wir haben ihr Schiff nie gefunden, Ripley. Nur den Flugschreiber. Aber sie haben ganz klar was anderes gefunden. Was ist da draußen passiert? Ich muss hier raus, Ripley. Vielleicht können wir einen Tausch machen. Legen Sie einfach los. Ich will alles wissen. Es könnte vorbei sein. Jetzt könnte der Level zu Ende sein. Okay. Aber... Ich würde ihn ja befreien wollen, ne? Ja, das ist, glaube ich, unser Job jetzt. Ne? Wir müssen den Typen jetzt sozusagen rausholen aus seiner Zelle vielleicht. Und wusstest du übrigens, dass man die Kinect-Kamera benutzen kann, um laute Geräusche zu erkennen? Also das kann man einschalten und Dann dürfte man hier nicht mal laut husten, dann würde das Alien sofort kommen. Das habe ich aber deaktiviert. Das habe ich davon gefragt, wo sie uns da in einem Schrank, wo er aus dich im Schrank entdeckt hatte. Aber vielleicht hat das Spiel das heimlich aktiviert, aber also ich habe es deaktiviert. Die Xbox hört ja sowieso ständig zu, das wissen wir. Ja. Können Sie mich hören, Luis? Das rauscht schon ein bisschen, aber wir hören Sie mal. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, habe ich hier was für Sie. Ich habe leider keine Lupe dabei, Hayes. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. Das scheint aber schon die nächste Mission zu sein. Also der nächste Level. Da gehe ich von aus. Aber wieso haben wir jetzt auf einmal einen Raumanzug? Wir sind draußen. Ja, irgendwas habe ich auch nicht ganz verstanden. Da fehlt uns was, aber wir sind jetzt auf LV624 oder wie der Planet heißt. Haben Sie sich die Landesequenz gespart? Was ist das denn? Hat ist irgendwas denn? Übersprungen. Ist das jetzt ein analoger Motion Tracker? Ich habe keine Ahnung. Also, wie war dein Ausschlag? Haltet eure Augen offen. Verstanden. Sicht ist gleich null. Geil gemacht, muss ich ja sagen. Folgen Sie dem Signal. In welchem jetzt? Ja, da, wo die Zeigermaus schlagen, weißt du? Ich gehe einfach den Typen nach. Die scheinen auch zu wissen, wo sie hin müssen. Das sind dieselben oder die gleichen? Ne, dieselben Raumanzüge wie im Film. Besser ist. Hinten mit dieser. Ich finde den Sand genialer und wie das dann da, weißt du? Ein Stückchen weiter, wenn der Wind kommt, dass das weht da richtig. Ja, das ist mega gut gemacht. Ja. Next-Gen-Graphic. Ne? Also das jetzt müssen wir... Nee, ich schätze, wir müssen da... Der zweite Zeiger muss auch, ne? Das ist nur eins. Glaub, wir müssen hier lang. Wir failen wahrscheinlich gleich wieder großartig. Nee, also hier kann das... Also hier wird ja wohl kein Alien rumlaufen, oder? Nee, eins nicht. Hunderte. Wir gehen weiter. Wir haben den Tracker, der wird uns den Weg zeigen. Boah, den haben wir. Wir haben den Tracker. Haben wir auch keinen Anlass, schon mal wo wir hin müssen. Also gibt es keine Überlebenden. Also liegen die Bergungsrechte für alles, was wir finden, bei uns. Das ist doch. Da schlägt gar nichts mehr auf. Du bist viel zu weit weg, glaube ich, ne? Kann das sein? Jetzt ist die Grafik wieder ein bisschen schärfer. Oh, das ist klar gleich hier, genau. Ach nee, sobald man den Tracker einsetzt, wird es unscharf. Ach so. Da war ein Mini-Pegel. Da, ja. Vorsichtig in die Richtung drehen. Da. Ja, das ist ein Stein, da musst du rumlaufen. Dann laufen wir da mal drin rum. Ah, jetzt ein Riesenausschlag. Oh. Da steht ja auch. Ah, da stehen sie doch alle. Ich hätte den einfach tatsächlich noch. Naja. Aber jetzt ist der Pegel wieder unten. Da geht's weiter. So. Nach was pegelt der überhaupt aus? Konnten Sie das Rufsignal inzwischen entschieden? Ich habe ein Rufsignal, okay. Oder ist das möglicherweise jetzt so eine... Ist, unbekannt. Das ist der Rückblick das vom... Das ist der Rückblick, ja. Das kann ja gar nicht anders sein. Jetzt retten wir erst hier die Mutti, ne? Nee, jetzt entdecken wir die das erste Mal. Du erinnerst dich an den ersten Alien-Film, wo sie da einfach auf dem Planeten landen. In der Höhle mit den Eiern, genau. Ja, das wird das nämlich sein. Ja, anders kann ich mir das nicht erklären, dass wir null... Warum wir auf einmal in Raumanzügen stecken, warum wir einmal... Also, das kann ja kein Softwarefehler sein oder so. Ist da schon was? Das sieht schon ein bisschen... Also, dass die Konsole jetzt stumpf einen ganzen Level übersprungen hat, das kann nicht sein. Das ist irgend so eine Zwischensequenz. Das ist der Bonuslevel, weil wir so toll waren. Ja, genau. Weil wir Syntheten niedergeschossen haben. Schauen sich einer dieser Felsformationen an. Sehr
Aber man muss Mut beweisen mit der Munition, weil 5 Schuss ist ja nicht viel, wenn du so Call of Duty gewohnt bist oder irgendwas. Das heißt, du musst ja richtig auch dann dir überlegen, dass du den auch abknallen willst und weiterhin auf den Kopf schießt, selbst wenn er dir erzählt, zwecklos. Ja. Weil das entmutigt ja erstmal so zwecklos. Ui, Mist. Bringt nichts. Ich muss jetzt einen Weg um das Hindernis finden. Hier geht's nicht weiter irgendwie. Aber ich muss dahin offensichtlich. Da ist irgendwas Helles. Aber da geht's irgendwie nicht. Da macht gerade die Schuhe zu, hey, oder was? Hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Hier geht's nicht weiter. Okay, das haben wir jetzt ja kapiert. Da geht's vielleicht durch. Ich bin auch ein bisschen orientierungslos, ehrlich gesagt. Hast du eine Map hier? Gute Frage. Ja. Ja, okay. Ohne Inhalt. Ich glaube, wir müssen da rum. Ich gehe jetzt einfach mal, der Typ steht ja nicht umsonst da. Gehen wir mal hier lang. Sag wohl, du hast den Tracker, aber sie steht schon an den richtigen Stellen, wo du lang musst. Nee, nicht wirklich. Also da ging es auch nicht weiter. Hier geht es vielleicht nochmal weiter. Nee, auch nicht. Ist denn das Hindernis nur der Felsen, oder? Ich habe doch keinen Schimmer. Also, ich habe den Überblick, echt gesagt, verloren ein bisschen. Kann man hier durch? Guck mal da, kann ich da durch? Ich springe? Nee. Es gibt keine Kletteroption oder so. Man kann also nicht springen oder irgendwas. Nochmal den Tracker anmachen, nochmal eben gucken. Ich sehe auch überhaupt keine Peilung gerade. Ich habe keine. Du hast keine Peilung? Habe und sehe keine, genau. Vielleicht können wir hier lang. Nee, da geht es auch irgendwie Lichtjahre. Nee, das ist nicht so gut. Da geht es runter. Also ich glaube, hier haben wir alles abgesucht. Ich mache jetzt mal den Tracker aus, dann ist die Landschaft nicht so unscharf. Also hier sind alles Steine. Hier kommen wir nicht rein. Kommst du darüber? Das sieht wie eine Rampe aus, guck mal. Was? Wenn du den hochgehst, den Stein, nee, komm dann kommst du da. Nee. Ach, schade. Also das soll wohl nicht so sein. Dann müssen wir jetzt mal woanders lang. Also hier geht nichts. Da geht's runter, da sind wir runtergefallen. Das heißt, wir müssen diesen schmalen Grat zurücklaufen und anderen Weg finden. Kommen die jetzt eigentlich hinter mir her? Nö. Die bleiben da. Das ist auch noch verdächtig. Ja, sorry, dass ich mich gerade so blöd anstelle. Das ist jetzt auch wirklich hier nur so eine extreme Schleichmission heute nur. Ja, das ist komisch. Ja. Aber irgendwie, du musst wahrscheinlich ja irgendwie was um die Steine rumfinden da. Ja. Bis er wieder einen Ausschlag kriegt. Eine Peilung kriegt. Ausschlag kriege ich gleich, wenn das hier nicht weitergeht. Also vielleicht kann man sich am Wind orientieren, ob das in die richtige Richtung läuft, oder dreht er andauernd? Also hier geht es irgendwie, guck mal, hier könnten wir vielleicht nochmal versuchen. Da geht es irgendwie runter, ne? Da geht es weit runter, aber vielleicht können wir an diesem Nuppel da irgendwie an der Seite vorbei. Wenn wir jetzt abstürzen, ist es halt so. Du kriegst wenigstens den Weg von vorne, aber du kommst ja nicht mal über diese Rinne rüber da. Also das war's nicht. Also klettern kann sie nicht, du. Nee, das ist dann schon mal besonders blöd. Was ist das gewesen eben? Da? Ja, das habe ich auch. Keine Ahnung. Das nützt, oben nützt es nicht. Achso, ja, schade. Okay, also das ist ja super geil. Er bindet sich immer noch die Schuhe zu, oder? Ist es dieser, vielleicht doch dieser Felsen, aber da passiert nichts. Ich komme da nicht hoch. Weil das wäre für mich so, das Ding sieht wie eine Rampe aus, wenn du mich fragst. Ja, das ist auch so, aber das hängt. Ja, aber wo soll es dann danach da hingehen? Ne? Also das. Nee, also gut. Kinders, wir finden das schon. Ja. Also kein Problem. Ja. Die Frage ist ja nochmal: Peilung aufnehmen, wo wir genau hin müssen. Okay, die Peilung ist voll am Arsch. Ich würde ja mal behaupten, das war bisher die beste. Ah, jetzt gehen wir ganz zurück, aber dies hier war bisher die beste Stelle. Mhm. Nur man kommt hier nicht rum und sehe ja meine Füße, das ist ja auch sehr lustig. Und hier geht es auch nicht weiter. Und da geht es leider sehr tief runter. Und da geht's. Ja, das bringt es auch nicht, glaube ich. Oder? Nee, ich glaube, da würdest du ein bisschen
Da gewinne ich ja nichts. Eher verlierst du was, und zwar dein Leben. Ja. Stürzt aber Ritter. Ich glaube, die Rampe war schon gar nicht mal so schlecht, oder nicht? Hm. Ja, ich habe keine Ahnung. Es ist langweilig. Langweilig. Dich schnappt auch keiner mehr, irgendwie, dass er dir irgendwas erzählt. Oder irgendwie, da sind wieder welche. Ja, das sind meine Typen. Die bleiben ja hier stehen. Ach so. Dann muss es doch da irgendwo vielleicht sein, oder? Vielleicht hier. Kann man irgendwie klettern vielleicht? Räuberleiter. Ach so, ja, warte mal. Natürlich. Was? Da, der Typ. Das sieht so aus wie Räuberleiter, oder? Oh, Tatsache. Oh. Super, ey. Und dann sagt er, ich komm zu langsam mal hier, ich krieg hier einen Rücken. Ich hab Rücken, Alter, mach Räuberleiter. Ich glaub, du musst doch von der Räuberleiter wieder runter, sonst das hält er nicht länger aus. Nicht, dass du schwer bist, aber... Okay, jetzt wackelt es. Ja. Oh, jetzt fällt was? Was ist das denn jetzt? Ja, nichts. Bisschen Steinschlag. Ja gut, Schwund ist überall. Da ist eine Treppe, praktischerweise. Hat da ein Alien eine Treppe ja. In den Felsen gehauen? Wenn wir wieder die Peilung aufnehmen. Oh oh, ich bin gestolpert. Oh oh. Darfst du das? Kein Schimmer. Da komme ich her. Da ist jetzt Fofftal. Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. Jetzt spielen wir auch nicht Ripley. Du hast es eine Männerstimme gehabt, ja, ne? Ja, ich habe eine Männerstimme. Schönen Dank. Olli. Du hattest eine eben. Achso, jetzt nicht mehr. Jetzt habe ich meine normale Michi-Stimme. So, mal eben wieder Peilung. Aber Peilung ist. Ah, da. Peilung ist voll am Arsch. Aber ich gehe jetzt mal hier durch. Also, das war. Wo ist denn hier mal so ein Speicherterminal? Jetzt wahrscheinlich. Hast du kein mobiles? Hast du das mobile Speicherterminal nicht mitgenommen? Das hab ich da vergessen, ey. Irgendwas vergesse ich auch mal. Die Treppen runter. Wie praktisch. Ich vergesse ja immer was auf solchen Missionen. Und wenn man nicht seinen Koffer richtig packt, ich sag's ja, also Packlisten sind ja wirklich das A und O. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Genau, guck's dir nicht an, das ist meins. Ich habe nichts gefunden, aber wenn er was gefunden hat, ist ja gut. Oh. Da vielleicht rein? Ich denke, ja. Ich habe einen Riss im Felsen gefunden. Bereithalten, ich jag das Ding in die Luft. Was? Ah, okay, da liegt oh. Da ist ein Speicherterminal. Bombe platzieren. Okay. Ach so, haben wir eine? Ja, Tatsache. Oh, cool. Und jetzt? Zurücktreten. Gut, treten wir bitte nicht hin. Das ist wie bei Silvester. An der äußeren Ende der Lunde anzünden und rasch entfernen. So, den linken Joystick da halten. Und... Cool. Perfekt. Gut. Also was mir jetzt fehlt? Eine Einblendung. Erfolg freigeschaltet, Sprengmeister. Ja, eine Unverschämtheit. Ja. Oh, guck mal, da. Ach, du hast nur abgekürzt. Also eine Abkürzung geschafft. Ich habe denen eine Abkürzung geschafft. Der Weg zurück ist leichter. Falls es einen gibt. Kein Danke, wa? No thanks. Ja, ich weiß auch nicht, wo gehen die denn jetzt hin? Das ist wieder Peilung. Ja, ich wollte genau. Und dann da geht's lang. Also der Weg weiter da. Ja, hier müssen wir wieder. Hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Ah, jetzt kennen wir was so passiert. Helfen Sie mir hoch. Nein. Haben wir das überhört für ihn? Ich meine, ich habe aus Spaß Räuberleiter gesagt. Du hast geredet wie ein Wasserfall, deswegen habe ich vorhin nichts gehört. Entschuldige. Du bist schuld. Nein, Quatsch. Wieder? Zweimal schuld. Olli 2, Michi 0. Richtig, 2-0 für Olli. So, weiter geht's hier. Ich glaube, der HSV hat 2-0 verloren. Ja. Das mag sein. Das war jetzt theoretisch schon ein paar Tage her, aber... Ja. Ach, guck mal, siehst du da wie in dem Film? Wie geil ist das denn? Wie geil! Das muss man einfach mal genießen. Ja. Und das tun wir auch. An dieser Stelle ist nämlich die Folge beendet. Oh, das nennt man Cliffhanger in der Fachsprache. Und deshalb sage ich mal vielen Dank fürs Zuhören. Das ist nämlich schon eine sehr lange Folge heute. Ist ja schon wieder. Ach, die war aber kurzweilig, fand ich jetzt zumindest. Ja, fand ich auch. Aber nächste Folge dann wieder mehr. Tschüss.